Behauptest du nicht, dass dieser Satz vielleicht in Zukunft widerlegt werden könnte? So erkennst du diese Wahrheit als ewig an. Wenn man aber solche Phrasen wie Wahrheit ist die lebendige, organisierende Form der Erfahrung als Widerlegung bezeichnet, so heißt das, einfach ein Wortschwall für Philosophie ausgeben. Hat die Erde jene Geschichte hinter sich, wie sie in der Geologie dargestellt wird, oder ist die Erde in 7 Tagen erschaffen worden? Darf man denn dieser Frage durch Phrasen über die lebendige, was soll das heißen, Wahrheit ausweichen, die irgendwo hinführt? Hat denn wirklich die Kenntnis der Erd- und Menschheitsgeschichte keine reale Bedeutung? Das ist doch einfach Nonsens. Ebenso hat die oft gestellte Frage, ob die Welt wirklich ist oder ob wir sie bloß träumen, gar keinen wissenschaftlichen Sinn. Auch der wüsteste Traum ist eine Tatsache, so gut wie jede andere. Es ist wahr, nicht nur der wüsteste Traum, sondern auch die wüsteste Philosophie ist mitunter eine Tatsache. Daran ist kein Zweifel möglich, nachdem man die Philosophie Ernst Machs kennengelernt hat. Das Buch Materialismus und Empiriokritizismus schrieb Lenin im Jahre 1908 als eine polemische Auseinandersetzung mit der damaligen Naturphilosophie. Hauptangeklagt ist neben Ernst Mach der Philosoph Richard Avenarius sowie der berühmt-berüchtigte Alexander Bogdanow, der starb, weil er an sich eine Bluttransfusion vorgenommen hatte. Zwischen 1904 und 1906 publizierte Alexander Bogdanow 3 Bände des philosophischen Werkes Empiriomonismus, in welchem er versuchte, den Marxismus mit den Philosophien von Ernst Mach, Wilhelm Ostwald und Richard Avenarius zu verbinden. Seine spätere Arbeit beeinflusste viele marxistische Theoretiker, einschließlich Nikolai Bucharin. Gegen Bogdanows Empiriomonismus verfasste Lenin seine philosophische Schrift Materialismus und Empiriokritizismus, woraufhin Bogdanow mit der Schrift Glaube und Wissenschaft antwortete, welche erst 2023 in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Lenin hat statt einer Einleitung einen philosophiegeschichtlichen Rückblick vorgeschaltet. Wie manche Marxisten im Jahre 1908 und manche Idealisten im Jahre 1710 den Materialismus widerlegten. Lenin geht in seiner Darstellung der philosophischen Kontroverse zwischen Materialismus und Idealismus zurück, bis auf George Berkeley, David Hume, Denis Diderot und D'Alembert. Den philosophischen Grundwiderspruch zwischen Idealismus und Materialismus formuliert Lenin wie folgt. Materialismus ist die Anerkennung der Objekte an sich oder der Objekte außerhalb des Geistes. Die Ideen und Empfindungen sind Kopien oder Abbilder dieser Objekte. Die entgegengesetzte Lehre, der Idealismus, sagt, die Objekte existieren nicht außerhalb des Geistes. Sie sind Verbindungen von Empfindungen. Das Manuskript von Friedrich Engels, das als Dialektik der Natur bekannt wurde, lagerte 30 Jahre lang in Archiven der deutschen Sozialdemokratie und wurde erst im Jahre 1925 in der Sowjetunion veröffentlicht. Lenin hat es im Gegensatz zum Anti-Düring und anderen Arbeiten von Engels nicht gekannt und konnte demnach bei der Abfassung seiner philosophischen Abhandlung nicht darauf zurückgreifen. Dennoch bezieht er sich immer wieder auf die richtige, ursprüngliche Form des dialektischen Materialismus. So schreibt er, die Dialektik schließt in sich, wie schon Hegel erläuterte, einen Moment des Relativismus, der Negation des Skeptizismus ein. Aber er reduziert sich nicht auf den Relativismus. Die materialistische Dialektik gibt die Relativität aller unserer Kenntnisse zu, aber nicht im Sinne der Verneinung der objektiven Wahrheit, sondern im Sinne der geschichtlichen Bedingtheit der Grenzen der Annäherung unserer Kenntnisse an diese Wahrheit. Der Kantianismus fängt erst dort an, wo ein Philosoph sagt, das Ding an sich existiert, aber es ist nicht erkennbar. Die Einheit der Welt besteht nicht in ihrem Sein, obwohl ihr Sein eine Voraussetzung ihrer Einheit ist, da sie doch zuerst sein muss, ehe sie eins sein kann. Das Sein ist ja überhaupt eine offene Frage von der Grenze an, wo unser Gesichtskreis aufhört. Die wirkliche Einheit der Welt besteht in ihrer Materialität.
Und diese ist bewiesen nicht durch ein paar Taschenspielerphrasen, sondern durch eine lange und langwierige Entwicklung der Philosophie und Naturwissenschaft. Im Gegensatz zum philosophischen Idealismus vertritt der Marxismus die Ansicht, dass alle Ideen, Vorstellungen und Gedanken aus der komplexen, insbesondere gesellschaftlichen Realität und den sie beinhaltenden Machtverhältnissen erwachsen, die sich in letzter Instanz aus den jeweils historisch-geografischen Produktionsverhältnissen und materiellen Gegebenheiten entwickeln würden. Marx und Engels übernahmen, von den Junghegelianern beeinflusst, das materialistische Weltbild Feuerbachs und ergänzten aus dem Werk Hegels die Dialektik und den damit verbundenen Gedanken ständiger Entwicklung. Marx und Engels überwanden somit die in ihren Augen einseitige Sichtweise der mechanischen Materialisten, die die Welt als unveränderlich verstanden. 1843 übernimmt Karl Marx von Hegel die Denkfigur der Dialektik sowie die Annahme einer Gesetzmäßigkeit der Geschichte. Diese führt er jedoch anders als Hegel nicht auf die Entfaltung des Weltgeists zurück, sondern auf materielle, soziale Bedingungen und Auseinandersetzungen innerhalb der Gesellschaft. Lenin bezeichnet die philosophischen Anschauungen von Marx und Engels als dialektischen Materialismus, obwohl sie diesen Begriff selbst nicht benutzen. Lenin bezeichnet die materialistische Dialektik von Marx und Engels als die Lehre von der Relativität des menschlichen Wissens, dass uns eine Widerspiegelung der sich ewig entwickelnden Materie gibt. Weiter. Für Feuerbach ist das Ding an sich ein Abstraktum mit Realität, das heißt eine außer uns existierende Welt, vollständig erkennbar und prinzipiell von der Erscheinung durch nichts unterschieden. Die Empfindung ist das Resultat der Einwirkung der objektiv außerhalb unserer existierenden Dinge an sich auf unsere Sinnesorgane. Das ist Feuerbachs Theorie. Die Empfindung ist ein subjektives Abbild der objektiven Welt, der Welt an und für sich. Und außerdem erklärt er so: Objektiver Idealismus heißt, die Welt erweist sich nicht als meine Vorstellung, sondern als das Resultat einer obersten geistigen Ursache, die sowohl die Naturgesetze als auch die Gesetze des Unterschiedes der Ideen, die mehr real sind, von denen, die weniger real sind, schafft. Für den Materialisten ist die Natur das Ursprüngliche und der Geist das Sekundäre, für die Idealisten aber ist es umgekehrt. Idealisten werden diejenigen Philosophen genannt, die nur ihre eigene Existenz und die Existenz der Empfindungen, die sich in ihnen abspielen und nichts anderes erkennen. Der Materialismus betrachtet im vollen Einklang mit der Naturwissenschaft die Materie als das ursprünglich Gegebene und Bewusstsein, Denken, Empfindung als Sekundäres. Denn die Empfindung ist in klar ausgesprochener Form nur mit den höchsten Formen der Materie verbunden. In den Grundsteinen des Gebäudes der Materie kann man nur die Existenz einer Fähigkeit, die der Empfindung ähnlich ist, vermuten. Für jeden Naturforscher ist die Empfindung tatsächlich die unmittelbare Verbindung des Bewusstseins mit der Außenwelt, die Verwandlung der Energie des äußeren Reizes in eine Bewusstseinstatsache. Eben das ist Materialismus. Die Materie wirkt auf unsere Sinnesorgane und erzeugt die Empfindung. Die Empfindung ist abhängig vom Gehirn, von den Nerven, der Netzhaut weg. Das heißt, von der in bestimmter Weise organisierten Materie. Die Existenz der Materie ist von der Empfindung unabhängig. Die Materie ist das Primäre, die Empfindung, der Gedanke, das Bewusstsein. Das ist das höchste Produkt der in bestimmter Weise organisierten Materie. Sie ist das Produkt einer sehr hohen Entwicklung. Die Annahme, dass wenn man die Welt nur träumen würde, die Welt nicht echt wäre, ist falsch, weil Träume eine Tatsache sind. Wenn wir uns selbst irgendwo hinzudenken, so bleibt unsere Anwesenheit doch eine eingebildete. Die höchste Frage der gesamten Philosophie ist die nach dem Verhältnis des Denkens zum Sein, des Geistes zur Natur. Wie verhalten sich unsere Gedanken über die uns umgebende Welt zu dieser Welt selbst? Ist unser Denken imstande, die wirkliche Welt zu erkennen? Vermögen wir in unseren Vorstellungen und Begriffen von der wirklichen Welt ein richtiges Spiegelbild zu erzeugen? In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, das heißt die Wirklichkeit und Macht,
die Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Agnostiker lässt nicht einmal den Gedanken von den Dingen an sich zu und erklärt, dass wir über sie nichts Gewisses wissen können. Der Agnostiker sagt, ich weiß nicht, ob es eine objektive Realität gibt, die durch unsere Empfindungen wiedergespiegelt oder abgebildet wird. Ich erkläre, dass es unmöglich ist, dies zu wissen. Hieraus die Negation der objektiven Wahrheit durch die Agnostiker und die Toleranz, die spießerhafte, feige Toleranz gegenüber der Lehre von Waldteufeln und Hausgeistern, katholischen Heiligen und ähnlichen Dingen. Der Theismus schließt ja ausdrücklich aus der Zufälligkeit der Ordnung, Zweck und Gesetzmäßigkeit der Natur auf einen willkürlichen Ursprung derselben, auf ein von der Natur unterschiedenes Wesen, welches in die an sich dissolute, gegen alle Bestimmung gleichgültige Natur Ordnung, Zweck und Gesetzmäßigkeit hineingebracht habe. Also, der menschliche Begriff von Ursache und Wirkung vereinfacht immer einigermaßen den objektiven Zusammenhang der Naturerscheinungen, da er diesen nur annähernd widerspiegelt und diese oder jene Seiten des einen und einheitlichen Weltprozesses künstlich isoliert. Finden wir, dass die Denkgesetze mit den Naturgesetzen übereinstimmen, so wird das, sagt Engels, ganz verständlich, wenn wir in Betracht ziehen, dass Denken und Bewusstsein Produkte des menschlichen Hirns sind und dass der Mensch selbst ein Naturprodukt ist. Verständlich ist, dass die Erzeugnisse des menschlichen Hirns, die in letzter Instanz ja auch Naturprodukte sind, dem übrigen Naturzusammenhang nicht widersprechen können, sondern entsprechen. Nicht die Natur ist ein Teil der Vernunft, sondern die Vernunft ist ein Teil der Natur. Die Veränderlichkeit der menschlichen Vorstellungen von Raum und Zeit widerlegt die objektive Realität dieser beiden ebenso wenig wie die Veränderlichkeit der wissenschaftlichen Kenntnisse von der Struktur und den Formen der Bewegung der Materie die objektive Realität der Außenwelt widerlegt. In der Entdeckung des Radiums, des Elektrons sowie der Verwandlung der Elemente sieht Lenin eine Bestätigung dieser Ansichten, die das idealistische Postulat des ewigen Stillstands widerlegen würden. Nach der Hegelschen Dialektik ist das Abbild der Welt im tätigen Begreifen ihrer Zusammenhänge von aufeinander bezogenen Gegensätzen, Thesen und Antithesen geprägt, die sich gegenseitig im dialektischen Dreischritt zu Synthesen vorwärts entwickeln. Diese Synthesen treiben die objektive Wirklichkeit voran und bestimmen damit die Zukunft, bis diese keine Widersprüche mehr enthält und dem Begriff des Absoluten aufgehoben ist. Für den idealistischen Philosophen ist dieser Fortschritt, der die materielle Welt insgesamt durchwirkt, ein Produkt des menschlichen Geistes, der im Begriffe seiner selbst mit dem absoluten Weltgeist identisch wird. Das Universum wird wie in der universalhistorischen Philosophie Hegels als eine Totalität, also als objektiv zusammenhängendes Ganzes gesehen. Aber Marx versteht die im Idealismus bloß geistigen Gegensätze als Ausdruck und Abbild realer, materieller Gegensätze. Auch diese hingen gegenseitig voneinander ab und befänden sich in einer ständigen Bewegung wechselseitiger Beeinflussung. Diese sei insgesamt aufsteigend, das heißt, sie komme im Ganzen vom Einfachen zum Komplexen und durchlaufe dabei bestimmte Ebenen, denen bestimmte qualitative Veränderungen entsprachen, sodass sie die Entwicklung vorantrieben. Eine objektive Realität existiert nach dieser Sichtweise auch außerhalb und unabhängig vom menschlichen Bewusstsein in den materiellen Bewegungen, auf die jedoch die Menschen selbst ein Teil des Materiellen bewusst zurückwirken. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die Menschen ihre Umwelt objektiv richtig erfassen. Marx und Engels wollen gerade der ideologischen Selbsttäuschung, dem falschen Bewusstsein von der Umwelt, daher der Problematik der Subjekt-Objekt-Spaltung entgegenkommen. Prüfstein für die Richtigkeit von Annahmen oder Theorien ist dann wiederum die eigene Praxis, in der sich die Theorie als richtig oder falsch erweist. Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit seines Denkens beweisen. Lenin sagt dazu: Wenn es aber keine objektive Wahrheit gibt, wenn die Wahrheit, die wissenschaftliche eingeschlossen, nur die organisierende Form der menschlichen Erfahrung ist, so wird eben damit die Grundthese des Pfaffentums anerkannt, so wird diesem Tür und Tor geöffnet, so wird Raum geschaffen für die
organisierenden Formen der religiösen Erfahrung. Weiter. Hegel war der Erste, der das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für ihn ist die Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit. Freiheit des Willens heißt daher nichts anderes als die Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu können. Freiheit besteht also in der auf Erkenntnis der Naturnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die äußere Natur. Zitat: Wir sind es, die in die Planetenbewegung Ordnung hineinbringen. Dies ist ein Produkt unserer Erkenntnis. Da Herr Juschkewitsch spürt, dass durch eine solche Philosophie die menschliche Vernunft zum Urheber, zum Stammvater der Natur erhoben wird, stellt er neben die Vernunft den Logos, das heißt die Vernunft in Abstraktion, nicht die Vernunft als Funktion des menschlichen Gehirns, sondern die Vernunft als etwas, das schon vor jedem Gehirn existiert hat, als etwas Göttliches. Antwort auf Richard Avenarius: Diese Theorie ist so evident, dass es mir schon peinlich ist, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns selbst hinzudenken, so bleibt unsere Anwesenheit doch eine eingebildete, während die Existenz der Erde vor dem Menschen eine wirkliche ist. In der Wirklichkeit konnte der Mensch unmöglich Beobachter, beispielsweise des glühenden Zustands der Erde, sein. Seine Anwesenheit hierbei zu denken, ist ebenso obskur, wie wenn ich die Existenz der Hölle mit folgendem Argument verteidigen wollte. Wenn ich mich als Zuschauer hinzudächte, könnte ich die Hölle beobachten. Kein halbwegs gebildeter Mensch zweifelt daran, dass die Erde bereits zu einem Zeitpunkt existierte, wo auf ihr kein Leben, keine Empfindung, kein Zentralglied sein konnte, und folglich ist die ganze Theorie von Mach und Avenarius, aus der sich ergibt, dass die Erde ein Empfindungskomplex ist, eine Steigerung des subjektiven Idealismus ins Ad absurdum. Zitat Mach: Erfahrung muss man nicht im menschlichen Sinne verstehen. Die Erde war also vor dem Menschen die Erfahrung irgendeines Tieres, das die Funktion des Zentralglieds erfüllte. Avenarius übersieht dabei, dass die Erde auch schon existiert hat, als es noch keine Tiere gab. Gehen wir zurück in die Sekundärzeit. Nur die Vorstellung des Sauriers war damals wirkliche reale Manifestation der Dinge an sich. Folglich muss ein Paläontologe, wenn er auf dem realen Boden bleiben will, die Geschichte der Sekundärzeit in den Anschauungsformen der Saurier schreiben. Wenn die Dinge an sich außer ihrer Wirkung auf unsere Sinnesorgane keine andere Gestalt haben, so bedeutet das, dass sie in der Sekundärzeit nicht anders als in der Gestalt der Sinnesorgane der Saurier existiert haben. Denkt der Mensch mit dem Gehirn. Avenarius: Das Gehirn ist kein Organ oder Instrument des Denkens. Das Denken ist kein Bewohner oder Befehlshaber, keine andere Seite, aber auch keine physiologische Funktion oder nur überhaupt ein Zustand des Gehirns. Die Vorstellungen, physische und psychische, sind keine Funktion des Gehirns. Das Denken des Gehirns ist ein Fetischismus der Naturwissenschaften. Antwort von Lenin: Avenarius bestreitet, dass Empfindungen Funktionen des Zentralnervensystems sind, heißt, er bestreitet die elementarsten Wahrheiten der Physiologie, um den Materialismus zu zerstören. So langweilig, so mühsam die Aufgabe auch sein mag, die Entstellung des Sinnes der Zitate zu korrigieren, so kann jemand, der über die Machisten sprechen will, sich dem doch nicht entziehen. Wir werden ihnen zu Lebzeiten ein Denkmal errichten. Auf der einen Seite wird ihr Leitspruch stehen und auf der anderen Seite dem Machisten, der dem Machismus sein Grab geschaufelt hat.